Sehr geehrter Herr Brenner, im Rahmen des Studiums, das praktisch morgen, dann haben die Informationen an das So ging es bei meinem Opa auch los. Was? Na das, halblautes Mitlesen, rababarababa. Und wie ging das weiter? Irgendwann fing er an, immer vorher zu sagen, was er gleich tun wird. So, ich muss jetzt in den Garten. Ach nein, ich muss noch telefonieren. Ach, ich muss noch Rattengift bestellen. So, dann werde ich jetzt mal auf Station gehen, 5 Enten lernen und vorher noch meine Chefin fragen, ob sie heute 10 Minuten Zeit für mich hat. Hat sie vielleicht irgendwann? So, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Dann möchte ich mal, in welche Richtung ich jetzt hier gehen. Guten Morgen, Herr Haas. Wie läuft die WG mit Herrn Brenner? Alles gut. Es gibt ein paar kleine Probleme, aber... Ach ja, welche denn? Ach, ich muss mir immer überlegen, ob ich pünktlich komme oder doch noch dusche. Herr Brenner braucht länger im Bad? Ja. Da gibt es ja eine Lösung. Früh aufstehen? Richtig. Außerdem gibt es in jeder Klinik Personalduschen. Hm? Fragen Sie die Kollegen. Danke. Mario Grimm, Veranstaltungstechniker. Er ist sogar 8 Meter tief abgestürzt, dann hat ihn sein Sicherungsseil abgefangen. Initial bewusstlos. Verdacht auf SHT, Verdacht auf Schulterfraktur links. Und bei dem Unfallmechanismus kann ich innere Verletzung nicht ausschließen. Keine Trauma? Beginnend. Nach der Reibung habe ich ihn zunächst aufrecht gelagert und er ist langsam abgesenkt. Kreislauf stabilisiert sich langsam. Er bekommt 500 Milliliter Infusion und 7 Milligramm Kumisit e.V. Sauerstoff 4 Liter pro Minute. Er steht offensichtlich unter Schock. Gut, ich bereite alles vor und erwarte den Patienten im Schockraum. Muss das wirklich sein? Mir wurde gesagt, der Patient habe sich sofort beruhigt, nachdem Sie den Helm aufgesetzt haben. Ja, aber... Ja, lassen Sie ihn bitte unbedingt auf. Herr Grimm, ziehen Sie bitte schon ein Schmerzmittel auf, Vitalon 5 Milligramm. Nach dem Schock kommt der Schmerz. Herr Grimm, ich bin Dr. Stein. Sie sind hier in der Sachsenklinik. Sie sind bei der Arbeit gestürzt. Zum CT anmelden? Ja, Polytraumaspirale. Ich habe die 3 Betten erst in 1 Stunde frei. Nein, die Entlassungspapiere sind noch nicht fertig. Danke. Was ich kurz mit dir besprechen. Und die 10 Minuten habe ich auch nicht. Aber du musst sie dir nehmen und diese Entlassungen durchziehen, damit wir Betten frei bekommen. Julia, du legst Frau Neumann um. Dann haben wir nach der Entlassung von Frau Hoffmann ein Zimmer für 2 Herren und den 3. Herrn... Darf ich an die Damen? Einen kleinen Moment, gut. Liegt hier Mario Grimm? Nein. Aber er ist doch in euren Laden hier eingeliefert worden. Das mag sein, aber er liegt nicht hier und das ist Ihre Frage. Jetzt mal nicht komisch werden, Hase, ja? Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Stein. Diese Krankenhausnummer geht mir jedes Mal sowas von auf den Keksticker. Lebt er? Ja. Wo finde ich ihn? Das ist wirklich wichtig. Ich bringe Sie zu ihm. Kommen Sie. Ja. Was war das denn? Besuch aus der Welt richtiger Männer. Wo es noch echte Hasen gibt. Hallo, Chef. Mario, das war dein 3. Abgang, es reicht. Du bist gekündigt. Die Papiere kriegst du hierher. Ansonsten gute Besserung.
Um die Fördermittel bewilligt zu bekommen, müssen wir strahlen. Also nimm das bitte ernst. Ist schon klar, mir scheinen als sein. Nein. Tue Gutes, aber rede auch darüber. Dann mach es. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist der Chef. Du schreibst den Text. Welche Schwerpunkte bilden wir? Welche Perspektiven sehen wir für uns? Was ist unser USP? Unser was? Du weißt genau, was das ist. Können wir es nicht einfach Alleinstellungsmerkmal nennen? Aber Unique Selling Point klingt viel sexier. Du schreibst den Text, ich unterschreibe. Bitte, dann gehen uns eben die Fördermittel durch die Lappen, weil unser ärztlicher Direktor nicht bereit ist, mal eine halbe Seite zu schreiben. Schon gut, gib her. Aber lass es ruhig ein bisschen krachen, ja? Also keine unnötigen Zahlen, keine dürren Fakten, sondern eine Vision. Das muss Musik sein in den Ohren unserer Entscheidungsträger. Und nicht auf Pia abwälzen. Hätte ich nie gemacht. Wo steckt sie eigentlich? Immer noch in der Toskana. Gestern ist sie in Castellina angekommen. Wahrscheinlich wandert sie gerade durch die Weinberge und freut sich auf ihre erste Chianti-Verkostung. Also, Herr Grimm, wie Sie hier sehr gut sehen können, ist der Oberarmkopf nicht nur gebrochen, sondern auch verschoben. Das ist eine Luxationsfraktur oder ein sogenannter Verrenkungsbruch. Und jetzt? Um Ihre Schulter wieder voll funktionsfähig zu kriegen, müssen wir operieren. Das heißt, wir werden mit einer Platte und ein paar Schrauben den Kopf wieder auf dem Schaft fixieren. Und bleibt das denn so? Nein. Wenn alles verheilt ist, entfernen wir das Metall. Und das ist dann auch ein verhältnismäßig kleiner Eingriff. Herr Grimm, das war wahrscheinlich eine Überreaktion Ihres Chefs. Das hat er sicherlich nicht so gemeint. Das hat er so gemeint. Der hat ja auch recht. Darf ich Sie kurz mal draußen sprechen? Herr Brenner ist gleich wieder bei Ihnen. Was ist mit ihm los? Herr Grimm wurde vorhin gekündigt. Wer sagt das? Sein Chef, sein Cowboy-Typ. Und wie hat Herr Grimm reagiert? Gar nicht. Er scheint es zu akzeptieren. Das ist merkwürdig. Allerdings. Niemand darf gekündigt werden, weil er verunglückt. Soll ich das dem Cowboy mal sagen? Eigentlich geht uns das nichts an. Aber uneigentlich schon. Ja, weil Herr Grimm braucht absolute Ruhe und keinen Stress. Das werde ich gerne übermitteln. Sie freuen sich ja richtig darauf. Ja, mit dem Herrn habe ich noch eine Rechnung offen. Inwiefern? Er hat mich Dicker genannt. Das geht ja gar nicht. In den letzten Jahren vollzog unser Haus eine rasante innovative Entwicklung, modernste operative Technik und ein patientenorientiertes Management ermöglicht. Bist du in die Werbetexte gegangen? Das geht mich nichts an. Hat ihm auch seine Vorteile, nicht an der Spitze zu stehen. Aber als Freund könntest du mir auch helfen. Tut mir leid, dafür habe ich überhaupt kein Talent. Schade. Ja. Ich muss demnächst mit meinem praktischen Jahr beginnen. Die Uni hat mir geschrieben. Das finde ich gut. Ehrlich? Aber jetzt gibt es keinen Rückzieher mehr, versprochen? Versprochen. Aber mit Ihnen als Mentor kann ich wohl nicht rechnen. Nein, ich habe einfach zu viel um die Ohren, zum Beispiel sowas hier. Ein Antrag auf Fördermittel? Genau. Ich kann mir das ja mal ansehen. Nein, nein, damit will ich Sie nicht behelligen. Aber ich mache das sehr gerne für Sie. Ich kann sowas ganz gut. Eine halbe Seite Text. Bis wann? Morgen. Gut. Keine unnötigen Zahlen, keine dürren Fakten, sondern eine Vision. Logisch. Danke. Julia. Ah, Geschicklichkeitstraining. Ach, nur so, damit die Hände beweglich bleiben. Ist was mit Ihren Händen? Nee, die sind nur ein bisschen steif. Ich hing die letzten Tage zu viel im Seil. Sie tun da also ganz alleine oben rum, ja? Mhm, ja. Und wie ist das so? Das ist geil. Das ist unbeschreiblich. Echt? Naja, am Anfang hatte ich ein bisschen Höhenangst. Tatsächlich? Ja. Richten Sie sich mal bitte auf. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, wenn ich auf die Leiter musste. Und wie haben Sie Ihre Angst überwunden? Ich bin einfach geklettert. Jeden Tag ein kleines Stückchen höher und die Angst war weg. Ehrlich? Ja. Wissen Sie was? Wenn ich mich wieder bewegen kann, dann gehen wir mal zusammen klettern. Morgens. Und ich verspreche, abends laufen Sie in 10 Metern Höhe über ein Seil. Okay. Angeschnallt natürlich. Ja. Ja? Ja, ich bin dabei. Aber jetzt muss ich Sie erstmal auf die OP vorbereiten. Okay.
dann los. Herr Grimm hat keine Vorerkrankungen oder Einschränkungen erwähnt? Nein. Nach eigenen Angaben ist er total fit. Na, offensichtlich nicht. Dann das ist eine schwere Bradyarrhythmie. Was? Ja, sieh dir das an. Er hat sogar sehr lange Aussetzer. Wir spritzen 40 Milliliter Gleppol. Martin, eigentlich müssen wir abbrechen. Wie weit bist du? Ich bin mittendrin. Die Reposition ist gerade fertig. Ich brauche maximal noch eine halbe Stunde. Kriegst du eine temporäre Stabilisierung hin? Nein. Dann wäre alles umsonst gewesen. Das gefällt mir nicht. Katrin, er braucht einen funktionsfähigen Arm. Okay, versuch es. Wenn wir hier durch sind, machen wir eine umfangreiche Diagnostik. Gut, ich beeile mich. Hier bist du. Ja, entschuldige bitte, aber ich musste mich mal einen Moment auf was konzentrieren. Was schreibst du denn da? Ein Text für Dr. Heimann. Jetzt hör auf, mich zu veralbern. Nein, im Ernst. Er hat mich sehr gebeten, ihm in einer schwierigen Sache zu helfen. Mhm. Wolltest du mich nicht dringend sprechen? Doch, ja. Und? Also ich habe mich entschlossen. Wozu? Ich werde demnächst mein praktisches Jahr antreten. Heute früh kam ein Schreiben von der Uni. Mhm. Dr. Heimann habe ich informiert. Ja, finde ich gut. Das finde ich richtig gut, dass du antrittst. Du verstehst mich doch, oder? Natürlich. Du musst das machen. Werdet ihr denn ohne mich klarkommen? Das müssen wir. Und das werden wir auch. Die OP konnte ich wie geplant durchführen. Aber es gab Probleme mit ihrer Narkose. Wieso? Sie hatten plötzlich schwerste Herzrhythmusstörungen. Ihr Herz hat sogar mehrmals kurz ausgesetzt. Was? Aber ich bin eigentlich total fit. Das dachte ich eigentlich auch. Wie kann das sein? Das ist jetzt genau die Frage. Herr Grimm, hatten Sie in letzter Zeit irgendwelche Beschwerden? Herzrasen, Herzstolpern, ein Engegefühl in der Brust, Schmerzen irgendwelcher Art? Nee. Schwindelgefühle? Vielleicht kurze Bewusstlosigkeiten? Nichts. Ich sagte, ich bin total fit. Gut, dann überlegen Sie bitte nochmal in Ruhe. Und wenn Ihnen etwas einfällt, lassen Sie es mich sofort wissen. Jetzt ruhen Sie sich aus. Herr Dr. Stein, meine Schulter, die wird aber wieder, oder? Die Schulter, die haben wir im Griff. Es ist Ihr Herz, das uns Sorgen bereitet. Und da machen wir jetzt weiter. Ich habe gehört, was passiert ist. Und es tut mir leid. Andererseits hatten Sie auch echt Glück. Das ist jetzt aber wirklich Schwachsinn. Nein, ist es nicht. Wenn man so eine Komplikation hat, ist es ein echter Hauptgewinn, wenn Frau Dr. Globisch dabei ist. Ach ja. Ja. Sie ist eine super Ärztin und sie konnte das Schlimmste verhindern. Und es ging keine wertvolle Zeit verloren. Na, da bin ich ja froh. Ich auch. Wir wollen noch zusammen einen Kletterpark. Sie müssen was trinken. Hm. Bitte. Entschuldigung, tut mir leid. Ist doch kein Problem. Ich bin gleich wieder da, ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, guten Morgen, Frau Dr. Globisch. Ich bräuchte mal einen Termin bei Ihnen. Nicht nötig, Herr Brenner. Das geht in Ordnung. Ach, Sie wissen schon, dass ich... Der Chef hat mit mir gesprochen. Ich werde Ihre Mentorin sein, wenn es soweit ist, dass Sie Ihr praktisches Jahr bei uns beginnen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ein Beruf ist das Rückgrat des Lebens. Sind Sie sich denn diesmal noch wirklich sicher? In der Vergangenheit waren Sie ja eher sprunghaft, was Ihren Berufswunsch anbelangt. Achten Sie auf Ihren Rücken. Es ist schon klar, dass er mir das nicht zutraut. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie in den Händen Schmerzen haben? Was können die Hände mit dem Herz zu tun haben? Alles kann mit allem zu tun haben. So ist unser Körper. Wie lange geht das schon so? Es ist mal da, dann ist es wieder weg. Ich habe das nicht so ernst genommen. Moment, Sie können nicht mehr richtig zufassen, klettern aber trotzdem weiter? Ja. Warum tun Sie das?
weil ich meinen Chef neben Stich lassen kann. Der hat schon genug Stress mit der Firma. Ist das der Chef, der Sie gestern gekündigt hat? Haben Sie sonst noch Beschwerden? Ich habe Schmerzen in den Knien. Wann? Morgens am Aufstehen, die ersten Schritte. Oder bei der Arbeit? Sie arbeiten in einem Gurt, oder? Ja, aber die Schmerzen habe ich abends, wenn ich wieder fest im Boden stehe. Gut. Röntgen von Knien und Händen, dann eventuell ein MRT-Labor. Herr Doktor. Ja. Es tut mir leid, dass ich Ihnen. Kein Problem. Hier, geben Sie das dem Seiltänzer. Ich denke nicht daran. Warum? Weil wir beide jetzt erstmal miteinander reden. Aha. Mario Grimm, 25 Jahre Industriekletterer. Anamnestisch leer, keine Auffälligkeiten, stürzte gestern 8 Meter in die Tiefe, bis ihn die Sicherung auffing. Luxationsfraktur, Schulter links. Gestern kam es dann zu einer schweren Bradyarrhythmie mit Asystolenphasen. Während der OP? Ja. Aber der Junge ist erst 25. Der ist für Sie mehr als nur ein Angestellter, oder? Ja, ich glaube, ich bin sowas wie sein Vater. Mario hat keine Eltern mehr. Das heißt, er hat nie welche gehabt. Bevor er vor 2 Jahren in meine Firma kam, da war er Dauergast bei der Polizei. Nur kleine Dummheiten, aber eine nach der anderen. Und jetzt wollen Sie ihn kündigen? Er ist in letzter Zeit 3-mal abgegangen. Der macht da oben Selfies, probiert Kunststücke aus, turnt rum. Das ist keine Arbeit, das ist ein Artist, ein Spinner. So einen kann ich mir in meiner Firma nicht leisten. Steifheit in beiden Händen, Schmerzen in beiden Knien. Labor? Bis jetzt unauffällig, aber es läuft noch. Kann er sich an den Sturz erinnern? Sie denken an eine primäre Bewusstlosigkeit als Ursache für den Sturz? Ja, könnte doch sein. Oder er hatte starke Brustschmerzen. Angina pectoris als Vorbote der Rhythmusstörung. Wir prüfen das. Die Verlegung auf Normalstation sollte im Laufe des Tages erfolgen. Der nächste Patient, Dr. Peters? Bernadette Schuster, eingeliefert wegen Verdachts auf SHT nach Verkehrsunfall. Sie hätten mir das gar nicht sagen dürfen. Stimmt. Also, ich behalte es für mich. Davon gehe ich aus. Kann ich jetzt zugeben? Und Sie garantieren ihm seinen Arbeitsplatz. Das kann ich nicht. Wäre gelogen. Dann machen Sie das eben. Herr Grimm braucht das jetzt. Sie sind echt ein Zähhund. Sieht man Ihnen gar nicht an. Und weißt du, wie es passiert ist? Bist wieder rumgeturnt. Hast du wieder Selfies gemacht, hm? Schon mal überlegt, wie es wäre, hier oben auf dem Dach Skat zu spielen? Hm? Mario, du bist und bleibst ein Seiltänzer. Chef, ich muss hier noch. Nee, du gehst mir da nicht mehr hoch. Also, du kannst im Lager arbeiten. Was denn für ein Lager? Genauso machen wir das. Chef, ich muss Ihnen das sagen. Ich. Was denn? Irgendwas stimmt mit meinen Händen nicht. Was? Ich kann nicht mehr richtig zufassen. Und du gehst trotzdem hoch? Aber warum denn? Weil ich nicht ausfallen wollte. Und weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Und nicht nur für dich? Schon mal überlegt, was passiert, wenn so ein Scheinwerfer ungebremst runterknallt? Mann, Junge. Jetzt kurier dich erstmal aus und dann sehen wir weiter. Ach, der Herr Cowboy. Ich bin Veranstaltungstechniker, Schätzchen. Hör auf damit. Ich kann es nicht mehr hören. Ein Beruf ist das Rückgrat des Lebens. Du weißt, wie Dr. Kaminski ist. Ja, was es nicht besser macht. Ich glaube, ich lasse das mit dem praktischen Jahr. Vielleicht schaffe ich es wieder nicht. Du schaffst es dieses Mal und du ziehst das jetzt durch. Ach, ich weiß nicht. Mein lieber Hans-Peter, ich habe wegen dir eine schlaflose Nacht verbracht. Weil ich nämlich nicht weiß, wie ich dich ersetzen soll. Aber... Siehst du? Aber das ist jetzt durch. Du machst dein praktisches Jahr und wirst Arzt. Basta. Das verlange ich von dir, weil du mein Freund bist. Ich hatte ja noch mal mit Herrn Grimm gesprochen. Weißt du, was interessant ist? Er braucht Handschuhgröße 10. Und? Vor einem Jahr hat ihm noch die 8,5 gepasst. Akromegalie. Ja, das vermute ich nämlich auch. Obwohl es sehr selten ist. Selten heißt ja nicht, dass es nicht vorkommt. Er weiß, dass er gestürzt ist. Aber er verneint Brust- oder andere Schmerzen oder Schwindelgefühle. Wahrscheinlich hat er bei der Sicherung geschlampt. Und ich nehme an, wegen der Hände. Es könnte auch die körperliche Anstrengung sein. Er muss schließlich erst mal da hochkommen. Wir sollten sofort ein Schädel-MRT mit Kontrastmitteln machen. In den meisten Fällen ist die Ursache ein Hypophysenadenom. Ich werde Dr. Peters hinzuziehen. Gut. Der Text. Ach, Brenner. Danke. Aha. Ja.
Ganz eindeutig ein Adenom in der Adenohypophyse. Lag ich also doch richtig. Und warum habe ich das gestern nicht gesehen? In der Traumaspirale? Ich bitte Sie, das war Notfalldiagnostik. Sie haben nach unfallbedingten Verletzungen gesucht. Blutungen, außerdem war es ohne Kontrastmittel. Ja. Also. So ein Tumor schüttet übermäßig Somatotropin aus. Alles wächst. Nase, Kinn, Kiefer, Ohren, nicht nur Hände und Füße. Also auch die inneren Organe, das Herz, das erklärt die Rhythmusstörung. Genau. Das sollte man auch zeitnah operieren. Ja. Danke. Nein. Herr Grimm, Sie müssen keine Angst vor der Narkose haben. Habe ich aber. Eine Operation am Gehirn? Nee. Wir öffnen nicht Ihren Schädel. Der Eingriff erfolgt durch die Nase. Nein. Überlegen Sie es sich nochmal. Herr Grimm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das alles sehr viel für Sie ist. Der Unfall, die Schulter, die Herzprobleme und jetzt auch noch ein Tumor. Ich werde nicht mehr in der Höhe arbeiten können. Da brauche ich meine Hände eh nicht mehr. Es geht hier nicht um Ihre Hände. Es geht um Ihr Leben. Dieser Tumor produziert übermäßig Wachstumshormone. Und die führen zu einem abnormen Wachstum von Händen, Füßen, dem Kinn, der Zunge. Und was das Schlimmste ist, Ihr Herz wächst weiter. Und das wird Sie umbringen. Ich lasse mich nicht operieren. Ja, Sie könnten hier meine Stelle antreten. Ich regle das. Nein, Herr Koller, Sie müssen sich nicht offiziell bewerben. Das geht über mich. Ja gut, wir schauen uns alles gemeinsam an, ja? Eigentlich bereue ich es jetzt, dass ich nicht Ihr Mentor sein werde im praktischen Jahr. Der Text ist nämlich sehr gut, nur den Schluss wollte ich ändern. Ja gut, dann machen Sie das. Ich möchte das gerne mit Ihnen abstimmen. Sie haben den Text geschrieben, ich werde das auch Frau Marquardt so sagen. Nein, bitte nicht. Oh, Herr Brenner. Ja, na gut. Roland. Nochmal wegen Mario Grimm. Der Kletterer. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Akromegalie. Ausgelöst durch einen Tumor. Aber jetzt will er sich nicht operieren lassen. Warum nicht? Er meint, sein Leben wäre nichts mehr wert, wenn er nicht mehr klettern darf. Er gibt sich gerade auf. Soll ich versuchen? Ja, versuch dein Glück. Ja, also ich muss da. Ach, und danke nochmal, Herr Brenner. Ist der Text brauchbar? Und wie? Also entschuldige, Roland, aber das geht gar nicht. Wieso nicht? Also um es mit deinen Worten zu sagen, wir sind eine Klinik und kein Hotel. Ja, aber es soll ja Musik für unsere Entscheidungsträger sein. Das sind deine Worte. Das hast du doch nicht selbst geschrieben. Nein. Wer? Du hast doch wohl nicht Pia in den Weinbergen behelligt. Herr Brenner. Herr Brenner. Ja, heute ist unbedingt, da konnte ich nicht Nein sagen. Ein junger Lyriker. Den Schluss musste ich ändern. Geht der Text so nun raus? Naja, wenn du willst, es steht ja dein Name drunter. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Denn wenn sich der Patient im inneren Ungleichgewicht befindet, ist keine Heilung möglich. Amen. Homöostase. Homöo was? Homöostase. Als Klinikdirektor interessiere ich mich neuerdings auch für Randgebiete. So wie Homöostase. Also gut, dann erhöhe ich meinen Einsatz. Wenn Sie sich operieren lassen, dann klettere ich mit Ihnen so hoch hinauf, wie es geht. Und das ist schwer für Sie? Das ist die Hölle für mich. Dann bleibt Ihnen erspart. Sie müssen mit ihm reden. Sie sind der Einzige, der ihn umstimmen kann. Das werde ich nicht. Aber warum nicht? Weil mir was klar geworden ist. Und was? Mario ist trotz seiner kaputten Hände geklettert, weil er mich nicht im Stich lassen wollte. Er hat mir nichts gesagt, weil er mich nicht beunruhigen wollte. Und diese Abhängigkeit von mir, die hat ihn fast umgebracht. Falsch. Die hat dazu geführt, dass der Tumor entdeckt wurde. Aber ob er sich operieren lassen will oder nicht, also, das muss er schon selbst entscheiden. Er hat gar keine Alternative. Wenn er sich nicht operieren lässt, stirbt er. Wenn ich ihn dazu überrede, macht das wieder nur mir zuliebe. Na und? Hauptsache, er macht es. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Brenner? Herr Brenner? Mario Grimm ist weg. Wie weg? Na, er ist weg. Herr Grimm ist weg. Hey, kommen Sie. Hier. Eine gute Idee. Ich gehe aufs Dach. Vielleicht ist er auch gar nicht hier oben. Wenn der ein Problem hat, geht er aufs Dach.
bin doch genauso ein Schisshase wie du. Ich war noch nie bei einer Vorsorgeuntersuchung. Die lügen. Sie können es dir nicht durch die Nase ausholen. Ärzte lügen immer. Mario, ich hab Angst um dich. Sie können mich nicht im Lager beschäftigen. Wir haben nämlich keins. Stimmt. War ein bisschen dämlich von mir. Kommst du trotzdem nachher wieder mit runter? Wenn ich den ersten Stern gesehen habe. Klar. Woher rührt denn seine plötzliche Bereitschaft, sich operieren zu lassen? Es müssen hier auf dem Dach Dinge stattgefunden haben, über die niemand reden will. Aber Sie haben geholfen. Sieht so aus. Was jetzt passiert, hilft hoffentlich auch. Kreislauf? Ist stabil. Dann sorgen Sie dafür, dass das so bleibt. Gern, Frau Kollegin. Wir sind vor Ort. Hier ist der Tumor. Elektrisch bitte. Wie oft haben Sie das schon gemacht? 35 Mal. Und das wissen Sie so genau? Ich führe eine Art privates OP-Tagebuch. Daraus lerne ich am meisten. Zange. Ja. Oberschwester Asu, hier draußen ist Besuch für Herrn Brenner, ein Herr Koller. Ja. Morgen. Morgen. Du hast Besuch. Besuch? An Herr Koller. Ach ja, richtig, Herr... Koller. Ja. Morgen, morgen. Kommen Sie wieder aus der Dusche? Damit ist jetzt aber auch mal wieder Schluss. Warum? Das war als Übergangslösung gedacht. Aber ich muss Kein Aber. Entweder Sie klären das mit Herrn Brenner oder Sie stehen eben früher auf. Oberschwester, haben Sie eine Minute für mich? Ja. Ja. Die Kolleginnen im Schwesternzimmer müssen ja nicht erfahren, dass ich eine externe Lösung bevorzuge. Schon klar, Herr Doktor. Also, nach der Papierform sieht ja alles sehr gut aus bei Ihnen. Aber es gibt ein paar Dinge, Herr Koller, die man nicht lernen kann, sondern einfach haben muss. Hier braucht es vor allem eine hohe Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Stressresistenz und Humor. Ja, ja, aber das ist alles Theorie. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Praxis, also die Klinik. Da wird sich die eine oder andere Frage sicher noch ergeben. Kommen Sie. Meine Haare sind ja noch da. Ja. Frau Dr. Peters hat Sie operiert. Unsere absolute Spezialistin auf diesem Gebiet. Meinen Sie, wir schwindeln Sie an? Das geht also wirklich durch die Nase? Der Tumor befand sich in der Hirnanhangdrüse. Und die lässt sich durch die Nase perfekt erreichen. Da geht nichts weiter kaputt. Wir haben mit so einem Endoskop gearbeitet. Das ist so eine kleine, flexible Kamera. Das Gewebe des Tumors ist anders als seine Umgebung. Es ist viel weicher, hat eine andere Farbe. Dadurch lässt sich der Tumor gut unterscheiden und sicher entfernen. Und jetzt ist alles vollständig raus? Ja. Brauche ich ja doch keine Handschuhe in Größe 11. Gibt's überhaupt? Egal, ich kann Sie beruhigen. Die Hormonlage in Ihrem Körper normalisiert sich gerade. Und wir werden das in nächster Zeit auch sorgfältigst überwachen. Da komme ich ja doch wieder auf die Beine. Ja, sicher. Mann, ich habe mich ganz schön gehen lassen, oder? Nein, das war ganz normal. An Ihrer Stelle hätte ich nicht anders reagiert. Danke. Ich gebe es weiter an Frau Dr. Peters. Denn wenn sich der Patient im inneren Ungleichgewicht befindet, ist keine Heilung möglich. Oh, hier ist die Wäschekammer. Enorm wichtig ist auch die ständige Kontrolle. Kommen Sie. Da entlang. So große Nasenlöcher hast du doch gar nicht. Aua, es geht aber trotzdem irgendwie. Und jetzt hörst du auf zu wachsen? Hm? Ja, haben die gesagt. Na, eigentlich auch schade, oder? Also, ich habe mir da was überlegt. Ich auch. Ja, zuerst du. Sie sind der Chef. Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch. Also.
Sie können es sich nicht leisten, dass ich ein Vierteljahr nur für Sie den Hof fege. Ja, wer spricht denn hier gleich von einem Vierteljahr? Ne? So lange dauert das mindestens, bis meine Schulter wieder in Ordnung ist. Na und? Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich zum Arbeitsamt gehe und eine Umschulung beantrage. Was willst du werden? Konditor? Nee, Florist. Oh. Nee, aber das mit der Umschulung klingt gut. Wir überbrücken die Zeit, bis deine Schulter wieder okay ist. Ne? Genau. Und für den Fall, dass ich nicht mehr hochgehen kann, bin ich wenigstens auf alles vorbereitet. Ja, aber Umschulung auf was? Keine Ahnung. Was würden Sie denn vorschlagen? Nee, das denkt ihr mal schön selber aus. Stimmt. Ich bin ja mittlerweile alt genug, um auch mal selber was zu entscheiden. Allerdings. Aber gut, ich muss jetzt los. Grüße an die Kollegen. Das mache ich. Und was machst du heute noch so? Ja, was wohl. Rumliegen und meine Supernase pflegen. Abwarten. Mein Platz. Dr. Kaminski. Ich wollte nur die Akte für Dr. Stein abgeben. Und? Gefällt Ihnen Ihr zukünftiger Arbeitsplatz? Naja, es dauert ja noch ein Weilchen. Dr. Stein ist übrigens nicht da. Oder habe ich ihn nur noch nicht entdeckt? Ja, dann lege ich die Akte in sein Fach. Tun Sie das. Womit haben Sie ihn diesmal aufgezogen? Ich habe ihm lediglich die Sitzordnung am Besprechungstisch erläutert. Es gibt keine. Ich weiß. Machen Sie es Herrn Brenner doch nicht so schwer, Dr. Kaminski. Ich weiß, dass Sie Ihre Schwierigkeiten mit ihm haben. Aber ich bin mir sicher, dass er ein guter Arzt wird. Was noch zu beweisen wäre. Und deshalb werden wir ihn alle so gut wie möglich unterstützen, wenn er sein praktisches Jahr macht. Das erwarte ich übrigens auch von Ihnen. Selbstverständlich, Frau Chefärztin. Ich glaube das jetzt nicht. Der Mann ist gut. Hans-Peter, du hast dich hier nicht in Personalangelegenheiten einzumischen. Aber ich wollte doch nur, dass... Ich hoffe, du hast ihm keine Hoffnung gemacht. Du hast? Nicht richtig. Aber? Ich habe ihm gesagt, dass er für mich der Richtige wäre. Das hast nicht du zu entscheiden. Aber der Mann ist gut. Er soll sich bewerben, wenn die Stelle ausgeschrieben wird, klar? Was mit deiner Augenbraue? Ach. Hey, was ist denn los? Ach, nichts. Das ist ein Märchenerzähler. Da will man einmal selbstständig ein Problem lösen, aber nein. Wir haben ja Regeln. Du hast dagegen verstoßen? Ja. Aber ist doch gut. Ja, ein guter Anfang. Immer schön gegen die Regeln verstoßen. Das hätten wir auch irgendwo im Park machen können. Das stören ihn immer die Hunde. Oder in unserem Klinikgarten. Da hat's keine Aussicht. Wenn Sie sich operieren lassen, kletter ich mit Ihnen so hoch hinauf, wie es geht. Das waren Ihre Worte. Geben, hören, sagen. Also. 18? Ja. 20? Ja. 22? Weg. Weg. Caro. Hier ist die Mailbox von Hans-Peter Brenner. Nachrichten bitte nach dem Signal. Danke. Lieber Hans-Peter, leider erreiche ich nur deinen Anrufbeantworter. Ich weiß, du hast schon Feierabend, aber es tut mir leid, dass ich vorhin so streng war. Du hast es nur gut gemeint, das weiß ich. Ich werde mir den Mann ansehen, das verspreche ich dir. Aber ich glaube, er wird dich nicht ersetzen können. Wie soll das denn gehen? Trotzdem freue ich mich auf den Tag, wo du mir als Arzt eine strenge Anweisung gibst. Bis morgen. Hab dich lieb.